Ja, guten Tag, liebe Damen und Herren und sonstige Entitäten, liebe Avatarinnen und Avatare. Ich experimentiere ja auf technischer Seite weiter mit meinen Geräten, also mit der Webcam und anderen externen Mikrofonen. Und hoffe, die Tonqualität dadurch auf der Ebene etwas verbessern zu können. Kleinere Tests sind schon tendenziell gelungen und für einen längeren Test habe ich gedacht, mache ich mal spontan eine kleine Lesung mit einer kleinen Geschichte. Da brauche ich ohnehin demnächst die Zeit, die ich dafür brauche. Die muss ich messen, weil in 2000 und 24 sind Lesungen, kleine Lesungen geplant, Poetry Slam und so. Also, zu der Geschichte. Die nennt sich Gespräch mit der Angst. Zeit, sich mal zusammenzusetzen. Angst und ich am Tisch. Angst stützt den Ellbogen auf, legt das Kinn auf die Handfläche und starrt gelangweilt, wenn auch wie immer mit leichter Paranoia im Blick, Löcher in die Luft. Hey, Angst. Du nervst, klaust mir Zeit und ziehst mich runter. Angst, schaut etwas indigniert, aber nun aufmerksam herüber. Oh ja, und das hältst du nun für den gelungenen Auftakt für ein konstruktives Gespräch? Ja? Ein Moment Stille. Na gut, fangen wir nochmal an. Also, du machst einen verdammt guten Job. Angst grinst. Jetzt mal nicht gleich übertreiben. Wieso? Naja, weil es stimmt schon. Ohne dich käme die Körperchemie nicht richtig in Schwung, wenn wirklich Gefahr droht. War doch schon immer so. Flüchten oder kämpfen? Die inneren Säfte braucht man halt dringend für beides. Verdammt richtig. Ohne mich gäbe es die gelobte Menschheit nicht. Auf der Flucht erlegt, im Kampf unterlegen. Aber das ist Lehrbuchwissen. Ja, stimmt. Es ist halt ein Problem. Du bist immer empfindlich und paranoid. Angst lacht. Alter, das ist mein Job, oder? Schon. Aber du übertreibst, du, jetzt pass mal auf. Angst beugt sich etwas vor. Lieber zweimal zu früh und zu viel, als einmal zu wenig und zu spät. Sonst hat nämlich der Säbelzahntiger bereits seine Hauer in dein edles Gesäß gebohrt. Oder das Klavier ist dir auf den Kopf gefallen. Klar soweit?
Schon. Ein Moment Stille. Also, es geht mir vor allen Dingen um abends, um nachts. Da will ich und da muss ich schlafen. Und dann kommst du daher. Schleichend. Massiv. Anhaltend. Du beunruhigst mich und machst mich traurig. Ja, weiß ich. Sorry. Die Affen haben einen Fehler gemacht. Hä? Ist schon ein bisschen her. Du hast davon gelesen. Die Affen sind von den Bäumen runter. Aufrechter Gang, Entwicklung von Bewusstsein, Zivilisation, dieser Kram halt. Ja, sicher, hat Vor- und Nachteile, stimmt schon. Angst beugt sich wieder vor. Und nun pass auf, ich bin kein Teilzeit-Jobber und ich habe auch keinen befristeten Leiharbeitsvertrag. Wenn ihr selbst dauerhaft Bedingungen schafft, in denen ihr mich nur noch selten und nur noch in abgeschwächter Form braucht, ist das verdammt nochmal euer Problem. Da bin ich mir nicht so sicher. Ach. Angst zeigt mindestens Interesse. Wieso sollte das so sein? Das kann ich dir erklären. Das Ziel deiner Arbeit läuft darauf hinaus, Schaden von mir zu halten, mich zu schützen und zu bewahren. Arterhaltung, Selbsterhaltung, diese Dinge. Richtig? Angst knurrt, schon warm. Wie bei meiner Sister, Mitleid, Bro, Sex und ein paar anderen. Arterhaltung, Selbsterhaltung. Aber worauf willst du konkret hinaus? Nun beugt ich sich zu Angst vor. Ganz einfach. Glaubst du, das tut mir gut? Glaubst du, das schadet mir nicht? Denkst du, das macht mich auf Dauer nicht kaputt, wenn du mir eine Nacht um die andere den Schlaf raubst? Angst schaut etwas verdrottelt. Ja, okay. Ist was dran. Und nun? Was machen wir nun? Angst kratzt sich vorsichtig hinterm Ohr. Hey Mann, Alter, du hast ja irgendwie recht, ne? Aber das ist nicht mein Job. Was soll ich sagen? Ich kann wirklich nicht aus meiner Haus. Und ich kann nicht mal ein paar Stunden abhauen um die Ecke, ein paar Bier trinken. Ich bin keine Angst. Sehe ich ein. Aber so geht es nicht weiter. Angst überlegt, konzentriert. Du hast ja schon ein paar Sachen probiert.
Lesen, im Netz surfen, ablenken, den Tag nochmal wohlwollend überdenken. Was habe ich Konstruktives gemacht? Wie habe ich im Kleinen die Welt verbessert? Welche guten Werke getan? Welche Leistung habe ich erbracht? Welche positiven oder zumindest sinnvollen Sachen plane ich für morgen, für die nächsten Tage? Sachen, die ich nicht vergessen darf, schnell noch auf einen Zettel notieren. Von negativen Sachen akzeptieren, dass ich in dieser Nacht dann so und so nichts mehr dran machen kann. Entspannt von 100 runterzählen und dann wieder von vorn. Pflanzliche Beruhigungsmittel. Ja, und ein paar andere Tricks und sinnvolle Maßnahmen. Puh, ein langer Vortrag. Ja, und ich weiß, du bist im Moment nicht zufrieden. Aber ich bin kein Genie. Das sind doch aber eine ganze Menge Möglichkeiten. Und es könnte noch weitere geben. Spiele damit, probiere, kombiniere sie. Ich glaube da an dich. Ah, danke, das ist nett. Angst zögert. Ja, frag ich. Ich spreche es ungern an, aber naja, es gehört halt dazu. Was ich meine, die alte Angst des Menschen vor dem Tod. Ich weiß da auch nicht wirklich mehr als du. Ich weiß nur, dass es mehr und etwas anderes gibt als den Menschen und das Universum. Etwas völlig anderes. Wenn man streng logisch wirklich bis zu Ende denkt und sich die angeblich unabänderlichen, elementaren Naturgesetze genau anschaut, ist das gar nicht anders möglich. Du bist nicht der Typ für religiösen Fanatismus, mit dem man sich betäuben könnte. Saufen oder andere Drogen ist auch nichts. Wenn ich jetzt mal alle großen Philosophen und Religionsstifter und so weiter vergleiche, die haben viel Gutes und Hilfreiches gesagt. Aber am Ende lande ich wohl doch eher bei Snoopy. Hä? Ja, kennst du noch? Snoopy und Charlie Brown. Charlie sagt, Snoopy, eines Tages werden wir alle sterben. Und Snoopy antwortet, ja, schon. Aber an allen anderen Tagen nicht. Nach einem kurzen Moment grinsen beide.
Okay, Angst. Danke. Ja, dann mal bis zum nächsten Mal. Ne? Wir sehen uns. Aber wirklich nicht so heftig und nicht so oft. Verstehe schon. Alles Gute dir. Ernsthaft.